Glück auf und herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Combat Mission steht an und die Pestizidfabrik ist quasi schon unsere. Wir werden das jetzt weiter durchführen, indem wir quasi diese Gebäude dort nehmen. Dazu werden wir die Jungs jetzt hier einfach reingelassen. Ab nach oben, vierter Stock, da rausgucken. Und die anderen werden in der Zwischenzeit quasi sich schon mal dorthin bewegen. Anschließend werden die Jungs hier sein und wenn da was aufgetaucht wäre, hätten die sich eigentlich schon gemeldet. Wir sichern es aber, um sicher zu gehen. Wir werden anschließend nochmal kurz durch diese Gebäude durchrushen und dann werden unsere Marder die aufnehmen, so gut es geht, und dann zu ihren Kameraden hochgeleiten. Wir sehen hier, ist aktuell noch alles ruhig, aber wir sehen dort drüben, da haben wir Nervensägen. Aber die Nervensägen, die zaubern wir jetzt weg. Ja? Da ist jetzt auch mal Ruhe. Und vor allem damit, dass wir die jetzt wegzaubern, werden wir erst recht dafür sorgen, dass die moralische Probleme bekommen. Er hält sich aber aufgrund dessen, wie sich die Kollegen hier verhalten haben, mein Mitleid stark in Grenzen, wenn ihr mir das verzeiht. Na. Und deswegen befürchte ich, jetzt brauchen die Kameraden hier keine Krankenversicherung mehr abschließen. Das hat sich jetzt erübrigt, würde ich behaupten. Da werden wir nicht reinkommen mit den Malern. Noch aber hier vielleicht. Es geht ja jetzt darum. Das Problem ist halt, wir müssen denen jetzt einfach Moralschaden zufügen, dass sie sich am besten nicht mehr bei uns blicken lassen. Weil die werden uns sonst jedes Mal, wenn die sich wieder gefangen haben, nerven die erstmal wieder. Dann laufen wir im Wald auf die auf. Das macht keinen Spaß und so können wir denen jetzt gleich einmal richtig Schaden zufügen. Und dann wird höchstwahrscheinlich da nicht mehr viel passieren. Also schon noch passieren, klar. Die werden sich noch irgendwo wehren. Aber we got fast air coming in.
Wäre natürlich jetzt echt scheiße für die, wenn die jetzt hier hochlaufen und dann die A10 sagt, oh, guck mal, Brot. Gut, war unser Effekt war jetzt relativ bescheiden, würde ich behaupten. Wir können uns das mal angucken. Also der ist entkommen. Den haben wir nicht schnell genug erwischt. Die haben wir leider auch nicht erwischt. Die haben sich abgeduckt. Er hat auch keine... Er hat eine Heat hat er jetzt noch. Ich werde wohl den hier gleich mal hier umdrehen lassen und irgendwie hier in Sperrposition gehen, wenn der Gegner hier lang flüchten will. So, schauen wir nochmal da hinten, was da so passiert ist. Dürfte hoffentlich nicht allzu viel gewesen sein. Nee, es sieht gut aus. Wir haben auch echt jetzt hier nur so wenig an Gegnern drin gehabt, denke ich, weil wir hier die Verstärkung abgeschlagen haben. Wenn die hier drin gesessen hätte, hätten wir vergessen können. Hätten wir neutralisieren können den Punkt, hätten ihn aber nicht gewonnen. Auf gar keinen Fall, glaube ich nicht. Bei dem, was hier anfahren sollten, vier Gruppen oder was, die hier reingesetzt hätten, keine Chance. Ich halte die Kräfteverteilung in der Mission sowieso für schwierig. Also, ich muss jetzt an dieser Stelle einmal sagen, ich behaupte, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einen falschen Eindruck, aber ich behaupte, ich habe in seiner Gesamtheit, habe ich relativ wenig Verluste gehabt in meiner Kampagne. Also klar, ich habe Verluste gehabt und auch schwere Verluste. Aber ich würde jetzt behaupten, dass meine Verluste im Großen und Ganzen, überschaubar waren für das, was sie geleistet haben. Besser gesagt, was meine virtuellen Pixeltruppen geleistet haben. Und wenn ich das dann vergleiche mit dem, was wir hier noch schaffen sollen, da muss ich sagen, dann fühle ich, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich stemmbar für uns wäre. Und vor allem, wenn man dann ein bisschen mehr Pech vielleicht gehabt hätte, denke ich, wäre es eventuell darauf hinausgelaufen, dass man sehr starke Verluste gehabt hätte. Und die Mission hätte gar nicht schaffen können. Ich meine, klar, man kann sich aussuchen, ich nehme mal an, der andere Weg wäre etwas leichter gewesen. Weiß ich nicht, nehme ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn an. Aber selbst wenn das der Fall ist, also ich finde, das ist hier schon mit Einheiten knapp bemessen. Und so, klar, Fahrzeuge haben wir ohnehin, aber die helfen uns halt bei diesen blöden Hügeln nicht so wirklich. Ich meine, wir könnten versuchen, hier durchzupreschen, aber das ist nicht so meine Welt. Also ich bin da nicht so der Fan von, um ehrlich zu sein. Ich finde dieses durchs Gegnergebiet durchpreschen immer ein bisschen schwierig. Bin ich ganz ehrlich. Gut, wenn das da geklärt ist, dann... Und wir können eigentlich schon mal... Die können wir schon mal zurückverlegen, hier hinten hin. Haben die eine Tür auf der Seite? Können die unter Eigensicherung? Können die das, wie gesagt, wenn hier vorhin was drin gewesen wäre, denke ich, hätte sich das schon gemeldet, als sie hier vor sind. Also gerade hier, die hätten halt seitlich auf uns geschossen, denke ich, da vielleicht nicht. Hier hätten wir, ja, eventuell da, ja, müssen wir noch sichern. Besser ist das, aber ich glaube, es ist frei. Gut, unsere A10, da haben wir wieder eine frei.
Das sollten wir vielleicht nicht, weil das Ding heile bleiben soll. Und wenn die da was sieht... Ach komm, was soll's. Vielleicht ein Ziel. Wenn die da was sieht, ist es feindbesetzt. Und wenn es feindbesetzt ist, dann kann es weg. Oder wie seht ihr das? Wäre sofort beschäftigen. Von mir aus macht das Ding weg. Wäre schön, wenn nicht. Aber wenn doch, dann ist das halt so. Gut. Gucken wir mal, ob wir den hier noch ein paar Leute abknacken können. Wäre halt schön, weil jeder Tote ist halt für die ein Moralschaden, ne? Moment, wo ist das denn jetzt reingejagt? Ach, wieder. Immer auf dieselbe Stelle. Ich glaube nicht, dass da wirklich noch was ist. Jupp, schön reingelaufen. Hat der Maler gesagt, guten Tag. Die haben echt Schwein. Hier nicht Schwein. Das war hier aber ein Falli. Natürlich risky, den hier so alleine zu bewegen, aber ich mache hier sowieso schon einige Gaming-Moves. Der hat den also quasi direkt durch seine Positionsänderung erst gefunden. Ich dachte, der wäre noch ein bisschen weiter hinten, aber gut. Feueranforderungen empfangen. Ende. Ist halt echt die Frage, über was ich gerade überlege, ist, den Marder hier quasi irgendwie hochzuschaffen und den Rückzugsweg abzuschneiden. Aber dem Gelände da ja eh keine Übersicht. Oh, hier könnte er sich irgendwie hinstellen, ne? Wenn wir ihn hier hier hinstellen, dann könnte er hier schon einen ganz schönen Bereich überwachen. Wenn die dann da hochkommen. Solange ich ihn da drüben nicht brauche, ist es vielleicht gar nicht doof, weil, wie gesagt, jeden Mann, den wir rausnehmen, das kommt uns ja nur zugute. Die sitzen jetzt davor. Sehen sonst nichts. Ich nehme mal an, ansonsten. Nö, ist alles gut. Ich scroll hier mal ein bisschen schneller durch, weil ich möchte jetzt auch langsam wieder ein bisschen... bisschen Progress machen. Wir haben nämlich jetzt sehr lange dümpeln wir jetzt hier schon dran rum und ich möchte eigentlich nicht, dass das so ein 30-Teiler wird. Sicherlich an manchen Stellen könnte man es ein bisschen cineastischer entwickeln. Gebe ich ganz ehrlich zu. Was auch immer ein bisschen... Ich werde mich hassen, wenn ich den jetzt gleich deswegen verliere, ne? Weil hier ist nichts gesichert. Das ist eigentlich nicht gut, was ich hier mache. Das ist meine typische... Ich möchte jetzt den Gegner gerne, wenn ich da in den feindlichen Trupp rein... Nee, komm, lass. Wenn ich da in den feindlichen Trupp reinfahre, dann ist der Marder weg. Dann lieber die versuchen, wenn sie hier hochkraxeln, von unten zu erwischen.
Aber immerhin, jetzt überbrücken wir wirklich mal wieder ein paar Meter dadurch, dass der Gegner flüchtet. Das ist immerhin mal wieder ganz gut. Wir kommen ma endlich mal voran. Ja. Gottes Willen. Das Reste vom Akutrupp. Boah, da rechnet man nichts Böses, dann hört man so eine MK202 plötzlich losheizen. Die sind halt total erschöpft, ne? Kriegen gar nichts mehr auf Kette, weil die hier jetzt den Berg hochlaufen. Reinstes Kanonenfutter. Schade drum. Schade drum. Wäre besser, sie hätten sich ergeben. Kriegsgefangenschaft bei der NATO wäre sicherlich nicht so katastrophal wie das, was sie jetzt durchmachen. Abgefeuert, kommen! Abgefeuert, Ende! Naja, sind ja zum Glück nur virtuelle Pixeltruppen, aber. Es werden eine ganz schöne Verzweiflung haben in solchen Konflikten. Vor allem, weil man ja. Das ist ja noch so. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wie sich der Gegner fühlt und alles, dem ist ja klar, dass die NATO technologisch und insgesamt trainingstechnisch, manpowertechnisch deutlich überlegen ist. Ne? Das ist ja. Es ist, wie sagt man immer so schön, es ist ja keine Frage ob, sondern wann. Also es ist ja. Ist ja nicht so, als wenn man das hier aufhalten könnte. Die Marder werden wir eskortieren mit dem anderen Zug, wenn die kommen. Wenn hier die Artillerie durchgerascht ist, denke ich, dann haben wir auch bald eine Situation, dass die Marder hier quasi die Infanterie aufsammeln können. Und anschließend werden wir dann die Infanterie hochverlegen. Ja, der Raum ist sicher. Ja. Und dann so, mir aus nochmal so, und dann ist das Ding sauber. Da mache ich mir keine großen Sorgen mehr. Ich gehe davon aus, dass das Ding jetzt bereinigt ist. Und wir werden erstmal mit den zwei Zügen jetzt hoch. Versuchen alles zu treiben auf dem Weg dahin. Weil noch ist den ihr Moralwert auf jeden Fall, also der wird sich wohl auch nicht mehr erholen, nehme ich an. Da geht eine Granate raus. Ein Mann erwischt. Da laufen noch zwei weitere. Da oben läuft noch jemand, also ihr seht die.
Oh, mein Sperrmarder steht hier ganz gut. Models finde ich ja schon super, ne? Also jetzt klar, die könnten nur aufgelöst sein, aber ich finde die schon spitze. Gleich die nächsten erwischt. Ist jetzt hier alles die AQ-Einheit? Der gehört zu wem anders, okay. Ja. Was will man da noch sagen, ne? Na, hier flieht ein HQ. Jo. Gut, die sitzen da schon drin. Das Gebäude ist sauber. Nehmen wir mal, hier ist nicht viel passiert. Diese GAU, wobei ich halt immer wieder schade finde, dass die A10 auf ihre Kanone reduziert wird, weil das eine unglaublich vielseitige Waffenplattform ist. Die Kanone ist heutzutage wirklich nur noch ein Teil davon. Aber das Ding kann ja allen möglichen Krempel tragen und das auch noch in großer Zahl. Und das ist meiner Meinung nach dazu diese unglaublich lange Einsatzzeit. Verbleib im Einsatzgebiet. Das ist, denke ich, der... Also ich finde das persönlich... Finde diese ganzen anderen Faktoren deutlich beeindruckender. Um ehrlich zu sein. Gut. Ab nach hinten. So, wir müssen mal gucken, wie viele Plätze brauchen wir denn jetzt. Die brauchen einen Marder für sich. Dann haben wir hier drei Mann. Die brauchen einen Marder für sich. Die. Ja, boah, also doch vier Marder, wa? Könnte die hier aufteilen, dann könnte ich hier noch einen mitschicken. Aber das hilft mir nicht. Oh, muss ich noch welche holen?
Da habe ich ja noch einen. Den kann ich hier wieder rüber schieben. Ich fahre zwischen die Gebäude nicht, dass da wieder irgendwas auftaucht, wenn mir noch einen wegschießt. Da habe ich aktuell echt keinen Nerv drauf. Keine Nerv. Ah, sammeln wir uns da hinten. Die ersten Gruppen können dann schon wieder los. Sehe den Zug da möglichst bald. Oh, Moment. Bevor du fährst. Du. Ach, obwohl doch, hätte er einfach fahren können. Mach das mal. Und was sie da reinstellen ist, der doofe Jeep. Den brauche ich da hinten eh nicht. Der kann hier rüber, dahin und da hinten hin. Und dann ist die Zone gesichert und dann ist auch gut. Jo, das schafft er, die sind langsam genug. Weg mit denen. Schade. Sie so ein bisschen ausbremsen. Obwohl, das sind natürlich die Bäume. Schon knapp, ne? Ah, wir riskieren's mal. No risk, no fun. Ich würde die ganz gerne eigentlich erwischen, bevor die abhauen, bevor die stiften gehen. Weil sonst habe ich sie da oben. Krieg sie erst mit dem Fahrzeug von unten, kann ich sie erst hier wieder erwischen. Urlaub im Wald, das ist eine gute Idee. Würde ich machen. Einen erwischt. Ah, er hat die da hinten entdeckt. Aber leider nicht erwischt. Oh, das ist sogar ein Panzervernichtungstrupp. Granatwerfertrupp. Das aktuelle ist es Tontaubenschießen, aber dafür kriege ich auch gleich wieder einen vor den Kopf, wenn ich nicht aufpasse. So, die fahren hier in Ruhe hin. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend mit diesem sehr interessanten Bild. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Habt genauso viel Spaß daran wie ich. Und ja, dass ihr dabei bleibt, wenn wir diese Kampagne irgendwann mal zu ihrem Ende führen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche und alles Gute. Also bis denn dann, haut rein. Schickt ein paar Speer voran. Ciao, ciao.